Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play die Monster AG. Wir sind hier im Türlager. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet. Aber deswegen wollte ich euch das einfach mal sagen. Wenn wir hier hochgehen, können wir dann nochmal höher? Nein, können wir nicht. Das heißt, es ist relativ einfach. Nicht nur relativ, es ist einfach. So, wir gehen jetzt bis darüber. Und dann gehen wir... Ja, erstmal bis darüber. Wir waren ja schon in der letzten Folge in einem Türenlager. Gab's das schon? Nein, gab's nicht. Wir waren ja schon in der letzten Folge in einem Türenlager. Das war ein bisschen verzwickter als dieses hier. Das könnt ihr euch gerne anschauen. Falls ihr keine Lust habt zu suchen, gerne auch in der Playlist nachschauen. Ich finde, mit Playlists ist alles einfacher. Ich verstehe gar nicht, warum so viele keine Playlists benutzen. Hey, ein Teil. Okay, das war's. Gut, das heißt, wir müssen... Aua, wir müssen hier zurück. Dann hier durchgehen. Wir können hier mal links schauen. Was ist dieser tolle... Ein Teil. Aha. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt hier nach oben. Und machen jetzt den gleichen Weg nochmal. Also zumindest so ähnlich. Aua. Ich bin fast tot. Ich sollte jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Ist hier das Teil? Ja, hier ist das Teil. Alles gut. Wenn mir jetzt nichts mehr entgegenkommt. Es war sehr schwer. Und das war ein Level mit 4 Teilen. Ich dachte, wir brauchen hier ein bisschen drinne. Aber wenn die Teile immer an derselben Stelle waren, egal ob oben, unten, vorne oder hinten, dann ist das nicht sonderlich schwierig, wie ihr euch vorstellen könnt. Ja, das machen wir mal da rein. Ja, das kommt dahin. Das dann ausnahmsweise mal dahin. Und das wär's dann damit. Ein Schreck fürs Leben. Und dieses Mal, verspreche ich euch, nehme ich dieses Haus mit. Haus. Wisst schon, was ich meine. Aua. Das Schneegebiet mit. Wenigstens noch ein letztes Mal, selbst wenn wir keine Items einsammeln, damit ihr nochmal das letzte Fahrzeug seht. Genau das meinte ich. Wir gehen nach oben. Hüpf. 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 Denn mit dem Fahrzeug macht's echt Spaß. Hui. Also, letztes Fahrzeug. Denn ich denke, jetzt nachdem Boo jetzt entführt wurde. Oh, das ist Tate. Nachdem Boo jetzt entführt wurde, dass das das letzte Level sein wird. Also, wisst schon, was ich meine? Das letzte Areal. Die letzte Welt. So, hier gibt es ein Teil. Ich weiß nicht, vorne oder hinten. Es ist hinten. Und ich fall runter. Gut. Super Mario! So, ich gehe jetzt bis hier ans Ende und dann komme ich da drüben wieder runter. Aua. Also vielleicht sterbe ich auch, wenn ich nicht aufpasse. Ha, ein Herz. Noch eins. Hä? Naja, auch gut. Naja, eigentlich nicht gut, aber... Okay, das war's dann damit. Das heißt, ich muss hier wieder gekonnt runter.
So. Und dann jetzt das Teil hier. Und einmal hier hoch. Und jetzt hier unten nochmal hier rüber. Aua. Ja, natürlich. Ich lande auch genau drinnen, ne? Es ist traumhaft. Okay, dann gehe ich lieber über das Ding hier drüber. Bin ich gerade gestorben? Ja, tatsächlich. Gibt's ja wohl nicht. Naja, Papa kauft neue. Die Teile haben wir zumindest. Gut gemacht, yay, danke sehr. Mr. Glotzlowski. Mhm, da hinein. Und das kommt da hinein. Also ist das letzte jetzt nochmal eins mit 4. Ein Level, in dem wir 4 Dinge suchen müssen. Na gut, kann ich mit leben. Gerade so. Die Schreckabteilung. Wieder so wie gerade eben, ja, wieder so wie gerade eben. Gut, das heißt, wir gehen am besten hier nach oben. Man sieht's ja hier, wenn irgendwelche Teile in der Luft rumschwirren. Aua. Mein Leben. So, da ist Teil Nummer 1. Und das heißt, wir müssten jetzt am besten wieder einmal hinunter. Aua. Das war natürlich Absicht, wie... Ich wollte nur runter. Gut. Dann müssen wir jetzt... Das Ding hier nehmen. Hilfe. Ein Teil. So, zwei braucht man noch. Eins ist natürlich hier. Das haben wir schon alle gewusst. Ich hoffe, es ist auch hier oben. Ja, sehr gut. Jetzt nochmal. Aber schön auf die andere Seite. Oder einfach nur bis zu diesem Teil. Das können wir auch machen. Gut gemacht, vielen Dank. Dieses Teil kommt hierhin. Dieses Teil, ich weiß gar nicht, warum ich da gerade eins übersprungen habe. Das war mir zu schwierig einzusetzen. Ja, und hier nochmal schön drehen, damit es auch ordentlich reinpasst und hinein damit. Und die Tür ist repariert und wir können hineingehen. Wieso kann ich den nicht treffen, bitte? Muss ich dafür das hier benutzen? Also das hier. Na, au. Alter, ist du ein Wumms. Ich glaube, ich muss dafür den da nehmen, gell? Ja, erst damit andetschen und dann. Und da vielleicht auch noch die richtige Taste drücken, damit sowas funktioniert. Aua. Tut doch weh. Okay, das war schwer. Oh. Kätzchen. Hm.
Monster AG macht Feierabend. Ja, das war das ganze Spiel. Ich habe es jetzt in einem Stück durchgezogen. Es, ja, ich glaube, ich kann mal mein Gamepad weglegen. Was könnte ich jetzt zu diesem Spiel sagen? Das Spiel ist für zwischendurch ganz lustig. Es wird nicht mein Lieblingsspiel sein. Es ist ein bisschen doof, dass man... gerade gehen. Aber ich verrate es nicht. Und ich habe es auch sicher nicht gehört. Ja, lustiges Spiel für zwischendurch. Könnt ihr gerne mal spielen. Ich rate es euch nicht auf einfach zu machen, denn dann ist es. Dann verdirbt ihr euch irgendwie den Spielspaß, weil ihr dann seht, wo diese Teile sind. Und dann lauft ihr da gezielt hin und dann. Naja, ihr wisst schon. Und ja. Man wird halt viel zu schnell besiegt. Das ist ein bisschen schade. Und es gibt ein paar zu wenige Level. Und es ist Copy und Paste. So wenige Level und dann noch Copy und Paste, das ist ein bisschen below, aber gut, dagegen kann ich nichts machen. Es ist ein kurzes Spiel. Special thanks to Natsume Stuff. 2002 ist das gute Stück rausgekommen und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Und ja, jetzt geht's von vorne los. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und würde mal meinen, ihr dürft euch gerne noch weiter auf diesem Kanal hier rumtreiben. Und auch mal in meine anderen Let's Plays reinschauen. Wir sehen uns bei irgendwas anderem wieder. Das war würdiger Nachfolger von Karma Flow auf jeden Fall. Karma Flow Akt 1, das geht ja noch weiter. Aber es ist gehört nicht hier rein. Wir sehen uns in irgendeinem anderen Let's Play wieder. Tschüss, Freunde.